Herzlich willkommen, Freunde. Ich habe mich dazu entschlossen, es noch einmal zu versuchen. Diesmal habe ich nämlich. Ich will dieses Vieh platt haben. Ich lasse es nicht auf mir sitzen. Ganz einfach. Hier zwar 2 Euro Vorrat brauchen wir nicht eine Nation. Die können wir nehmen. Das Ding können wir auch nehmen. Das passt. So. Ah, gut. Mal gucken, ob es diese Abkürzung hier immer noch gibt. So. Diesmal wirst du aber platt gemacht. Ah, doch, die Abkürzung gibt es noch. Ich wollte schon gerade sagen. Ja, so. Okay. Nochmal kurz gucken. Nein, das war nicht der Move. Alles so? Ja, so war das. Okay. Gut, damit habe ich die Steuerung mir gerade nochmal versucht einzubringen. Mal gucken, was daraus wird. Erste-Hilfe-Arznei, die wollte ich noch ausrüsten. So. Okay, wechselst du gleich schon das Gebiet? Oh, wechselst du gleich das Gebiet schon. Okay. So, dann werden wir uns mal jetzt darum kümmern. Mit einer anständigen Waffe. Ich bin halt der Fan der Morph-Axt. Andere Waffen konnten mich jetzt bisher nicht überzeugen. Auch die neueren, oder für mich neuen Waffen, sagen wir es mal so. Konnten mir jetzt auch nicht so unbedingt zusagen. Rationen. Da muss ich mich echt noch gewöhnen. Dass die Steuerung anders ist. So. Rationen. Zack. Erste Hilfe-Arznei. Passt. Morph-Axt ist auch schön geladen. Kann es eigentlich nicht dran scheitern. Zumindest nicht daran. So. Komm mal her, du Mistvieh. Mich noch nicht bemerkt, das ist sehr schön. Jetzt hast du mich bemerkt. Genau. Zack. Zack. Morphax for the win. Na? Oh, hast du Schockfalle platziert? Das ist ja mal schön von dir. Muss nur das wieder oben reinkriegen. Aber ja. Nein, ich verzichte auf deinen Wasserstrahl. Komm mal her. Komm mal hierher. Der lockt ihn doch nicht da runter, wenn ihr doch die Schockfalle hier oben platziert. Kommt mal her. Komm mal her, du Kleiner. So. Hier bin ich. Naja. Ja, okay. Komm her zur Schockfalle. Nein, er spammt lieber mit seinen Schüssen. Okay. Okay, ich hasse es außerdem nebenbei, Schockfallen unter Wasser zu platzieren. Das ist grauenhaft. Wenn man mit denen so schwer trifft. Nein. So darf das nicht gehen. Jetzt habe ich die Waffe zwar gechanged, aber ich sag mal so, mit Family und Nunchuck ist das für mich wesentlich leichter gewesen, diesen Wechsel zu vollziehen. Weil das konnte ich dann auch im Rennen machen mit Family und Nunchuck und nicht aus dem Stehen heraus. Nur. Da muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Vergiss es. Autsch. Ich habe trotzdem noch getroffen, das Mistvieh. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Schockfalle hat überhaupt gar keine Wirkung auf das Vieh. Aus meiner Sicht ist er schon mehrfach durchgeschwommen. Kannst du dich auch mal umwandeln? Dankeschön. So. Schön drauf, Berserkern. Ja. So liebe ich das. Ja, okay, jetzt muss ich meine Waffe nachladen eigentlich, aber ich kann auch draufhauen, bis die da leer ist. Ah, so. So wie es gehört. Boah. Jetzt musst du nachladen. So. Oder ich warte einfach. Ich lade sie nach.
Weil es gesünder ist, nein. Nein! Nein, 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 nein. Weg da! Ausweich! Ah, ich wollte eigentlich die Ausweichrolle machen. So. Okay. Was macht der? Ja, so lange da. Oh, du willst. Der will nur spielen. Sagen wir es mal so. So. Gut. Okay. Na, schon wieder nicht den Morph gemacht beim Ausführen. Okay. Du wechselst. Das war Sam. Hat man gesehen. Okay. Ich nutze mal die Gelegenheit, solange er jetzt wechselt. Hierfür. Wechsel wieder zurück. Firma Erste Hilfe Arznei. Geht eigentlich. So. Ich hoffe, ich kann mal mit der Morph-Axt jetzt einen Landkampf machen. Mal gucken. Landkampf würde mich jetzt eher interessieren. Sieht doch so aus, als wärst du an Land. Ich frage mich, ob er sich auch nur auf den zwei Ebenen hier bewegt. So. Okay. Du hast mich noch nicht bemerkt, hä? Oh, hi, Cha-Cha. So. Eine simple Schockfalle. Die legen wir mal aus, wollte ich gerade sagen. Drück die falsche Waffe. Boah. Ja, ich denke mal, hier kann man so gut auslegen. Ah, du sabberst, du bist hungrig. Super. Zack, jetzt geht's rund hier. Genau, geh in die Schockfalle. Nein. Nicht der Schockfalle. Was mit der macht? Wie so ein Carpador. Wo habe ich eigentlich. Ah, da! Ist doch mal der Schockfalle. Sauber. Ah, so, jetzt friss mal wieder ein bisschen. Bisschen bearbeiten hier. Zack. Oh yeah. Das macht Schaden. Und zum rechten Zeitpunkt, sagen wir mal so, lässt die Ladung unserer Waffen nach. Ah, super. Mach da das ins Nichts. Sauber. Mach weiter so. Nein. Och. Ja, zumindest hat das Blankziehen jetzt funktioniert. Nein. Ah, super. Ein Kopftreffer. Die sind mir immer ganz lieb, die Kopftreffer. Die so extra Schaden machen. Na, was war das denn? Hell? Okay. Dass das Vieh so erstarrt stehen bleibt? Okay, ich kenn die Bewegungsmuster von dem Vieh nicht. Ich muss mal nachladen. So. Ja, das scheint ein Bewegungsmuster ernsthaft zu sein. Wusste ich nicht. Warum bleibt es immer so stehen? Das sollte auch meine Ration ausgerüstet haben. Ist das echt, weil das Vieh erschöpft ist? Hm. Komm. Zieht sich zurück ins Wasser. Meine Arznei nehmen. Und ins Wasser gehen. Kannst du knicken? So. Oha. So. Nein, danke. Verteidigungsstärkung. Das kommt mir immer sehr gelegen. Ich habe vergessen, die Waffe nachzuladen. Egal. Wo bist du denn? Ach, da. Hm.
10 Minuten verbleiben. Und mein Life ist auch nicht gerade das Beste. Mal kurz rausgehen. Nein, oh. Oh, gerade so ausgewischt, ey. Das war knapp. Da bist du. Ah, du kommst wieder raus. Das ist sehr schön. Au. Oh. Und dann gibt es gleich die Schelle für mich. Müssen wir halt so morphen, weil ich das nicht aus meiner Gewohnheit hinkriege. So. Oh, puh, das macht guten Schaden, ist nicht viel. Raus hier. Aber schnell. Der Trank wäre mir ganz lieb. Okay, mir fällt auch auf, ich habe hier, sonst wenn ich ein normales Monster Hunter spiele, habe ich ja auch hier schon, beziehungsweise habe ich gekocht und habe dann auch erhöhte Energie. Ich muss mir das blank ziehen, gewöhnen, dass ich nicht rennen darf dabei. Muss nicht laufen. Achso, Doppelschlag, wie bei Ratia und Ratalos. Oh, diesmal flachst aber nicht hin. Verzichte. Langziehen schon wieder vergeigt. Na. So, ideal hingestellt. Das kann man auch mal hier so richtig schön draufkloppen. Gucken, wie viel du noch aushältst. Oh, meine Wettstärke ist gesunken. Ich sollte das dann mal mit dem Wetzen gehen. Mache ich bei Gelegenheit, sobald er sich vielleicht zurückzieht. Da war mir viel zu munter aus. Vielleicht hatten das viel. Viel zu munter. Okay. Wie habe ich das Blankziehen vorhin gemacht? Pack diese Waffe weg. Ich muss es gerade jetzt noch einmal so üben. Ja, okay. Das mach ich doch auch die ganze Zeit. Nö. Wenn ich dann hier bei dem Monster stehe, funktioniert das irgendwie nicht. Ich muss da tatsächlich einfach stehen. Das ist nervig. Ich muss echt stupide stehen, das ist blöd. So, jetzt komm. Vor allem, wenn das Monster so mobil ist und was macht. Okay, wieder ins Wasser zurück. Gib mir aber die Möglichkeit, jetzt nochmal zu wetzen. Ziel nicht auf mich. Auch irgendwie hast du mich zwar getroffen, aber auch nicht. So. Alter, Wasser. Ja, jetzt friss hier. Friss eine Salbe. Fake ist es. Ah, doch, er hat noch erwischt. Schade. Geschafft. Jetzt aber nicht. Ich komme nicht an ihn ran. Nein! Oh. Das passiert, wenn ich mal wieder Y zum Angriff nehme. Und ich weiß jetzt auch, woher das kommt. Von daher, dass in Assassin's Creed mit Y angegriffen wird. Daher habe ich das. Deswegen ist es mir da so intus. Komm jetzt.
5 Minuten verbleiben. Soll es das schwere Monster sein? Ich muss doch noch in den 5 Minuten platt kriegen. Zumindest. Okay, normalen Monster Hunter hat man bis zu 45 Minuten Zeit für eine Quest. Okay, du humpelst. Das ist schon mal sehr schön. Aber ich benutze. So. Eigentlich wollte ich dafür was anderes benutzen. Die werfen wir jetzt mal ein. Okay. Legen wir los. Okay. Zumindest haben wir jetzt kurz gewartet, weil ich hasse es, wenn man reingeht und das Monster direkt hinter einem ist. Das Monster spawnt immer ein bisschen weiter hinten. Wenn man eine neue Ebene betritt. Wow. Jetzt habe ich aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Super. Nein. Dämliches Y-Gehabere. So, nochmal Konzentration hier gegen Ende. Na, da kann ich dich nicht angreifen, Mistvieh. Wow. Genau. Lenk ihn ab. Ah ja, super. Ich schätze mal, dass der Bauch der verwundbarste Punkt an ihm ist. Genauso wie der Kopf. So. Mistvieh, ey, komm. Ah, fang ich ein. Okay. So. Ha! Geht doch! So. Jetzt will ich auch nichts hören, dass ich das Spiel nicht kann. So. Meine Güte. Aber trotzdem, Controller-Umstellung, ich sag euch, das ist wirklich was anderes. Nein, obala. Ich wollte eigentlich in die Option mal kurz. So. Weil man hat ja immer die Auswahl zwischen denen. Und bei der Wii-Version gibt es halt noch Family Nunchuck. Und, ja, man greift halt da normal mit der, Moment, war es jetzt A oder B? Ja, entweder A oder B, aber man hat halt die Taste, die weiter oben ist, war zum Heilen da. Ach, egal. Gut. Ist jetzt auch egal. Ich würde sagen, ich wollte euch nochmal beweisen, einfach, dass ich diesen Gegner hier. Wie hieß der nochmal? Den da. Den da. Ja, den da. Den da. So. Dass ich ihn besiegen kann. Auch wenn er ziemlich merkwürdig aussieht. Ich habe auch erfahren, er ist in den vorigen Teilen. Ist er schon mal aufgetreten. Und ja. So hart fand ich ihn jetzt auch nicht. Es ist wirklich nur die Steuerung, die jetzt so erschwerend dazu kommt. Ja, ganz ehrlich, ich bin gespannt drauf, aber hier. Das war's von mir. Ich verabschiede mich. Das reicht mir. Das Vieh ist platt. Ich bin zufrieden. Ehrgeiz ist erfüllt. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und damit verabschiede ich mich. Und wir sehen uns beim anderen nächsten Projekt, was auch immer, wieder. Bis dahin.